Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Pünktlich mit dem Gongschlag um 11 beginnen wir und starten in unser heutiges Webinar. Mein Name ist Christina Holm und ich darf Sie gemeinsam mit meiner Kollegin Anne Käfer heute zum 21. Teil unserer DigiDem Bayern Science Watch Live Webinarreihe begrüßen. Wie Sie bereits am Titel und jetzt auch auf der Titelfolie unseres Webinars sehen können, haben wir heute in unserem zweiten Webinar im Jahr 2021 wieder einen Gast eingeladen. Und wir freuen uns sehr, dass Frau Dr. Birgit Dietz vom Bayerischen Institut für Alters- und Demenzsensible Architektur in Bamberg nun schon zum dritten Mal bei uns ist. Hallo, Frau Dr. Dietz. Schön, dass Sie da sind. Hallo an alle. Ich freue mich auch, dass wieder so viele mit dabei sind. Bis gleich. Ja, danke auch für Ihre Begrüßung. Wunderbar. Sie haben uns ja schon sehr interessante Einblicke in die alters- und demenzsensible Architektur gegeben, Frau Dietz. Und der Fokus unseres heutigen Webinars liegt nun auf der Orientierung im Raum. Denn Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen fällt diese räumliche Orientierung ja oftmals besonders schwierig. Und ja, ich bin mir eigentlich sicher, dass einige von Ihnen auch die Frau Dr. Dietz schon aus den vergangenen Webinaren kennen. Ich möchte die Frau Dr. Dietz aber trotzdem noch mal kurz vorstellen. Also sie ist Architektin, hat Gerontologie studiert und ist Leiterin des Bayerischen Instituts für Alters- und Demenzsensible Architektur. Und das sitzt in Bamberg in einem schönen Gebäude, wie ich jetzt auch schon quasi auf Bildern oft gesehen habe. Leider war ich selbst noch nicht dort aufgrund der aktuellen Situation. Ja, und dieses Institut beschäftigt sich damit, wie in Architektur und Design die besonderen Bedürfnisse von älteren und an Demenz erkrankten Menschen berücksichtigt werden können. Und ja, Frau Dr. Dietz ist außerdem auch noch seit vielen Jahren Lehrbeauftragte für Krankenhausbau und Bauten des Gesundheitswesens an der Technischen Universität München. Ja, und für die von Ihnen, die jetzt heute zum allerersten Mal dabei sind, möchte ich noch ein paar Informationen zum Ablauf unseres heutigen Webinars geben. Ja, auf dem Bild rechts sehen Sie meine liebe Kollegin, die Anne Käfer, und sie wird während des Vortrags den Chatroom betreuen, über den Sie jederzeit Fragen stellen können. Und auf der linken Seite sehen Sie mich. Ich leite heute durch das Webinar und Frau Dr. Birgit Dietz wird uns gleich nach der kurzen Einführung einen Einblick in die Signaletik geben. Hier sehen Sie jetzt nochmal das Bedienpanel abgebildet von GoToWebinar, rot markiert, und das ist eigentlich das Wichtigste, was Sie benötigen. Sehen Sie hier die Funktion Frage an einen Mitarbeiter eingeben. Hier können Sie Ihre Wortbeiträge, Ihre Fragen an unser Webinar-Team hineinschreiben und meine Kollegin Anne Käfer wird Ihre Fragen dann sammeln und zum Schluss, nach dem inhaltlichen Teil, wird dann die Frau Dr. Dietz Ihre Fragen beantworten. Und jetzt in den nächsten rund 30 Minuten wird hauptsächlich die Frau Dr. Dietz sprechen. Sie alle sind während des gesamten Webinars stumm geschaltet und wir zeichnen das Webinar auch wieder auf und stellen das Video im Anschluss über unsere Webseite zur Verfügung. Also wenn Sie früher los müssen etc., es ist kein Problem. Es gibt noch die Möglichkeit, im Anschluss das Video auch nochmal anzuschauen. Und die Fragen und Antworten bereiten wir auch nochmal für Sie auf und stellen Sie dann einfach auch mit dazu auf unsere Webseite. Ja, bevor wir jetzt losstarten, schauen wir nochmal 4 Wochen zurück zum letzten Science Watch Live. Da haben wir uns beschäftigt mit den Angeboten aus dem Forschungsprojekt DigiDem Bayern, zu dem ja auch die Frau Käfer und ich gehören. Und zum einen haben wir jetzt die Angehörigenampel vorgestellt, eines der digitalen Angebote aus dem Forschungsprojekt. Und die Angehörigenampel kann pflegenden Angehörigen dabei helfen, ihre persönliche Belastung aufgrund der Pflegesituation zu erkennen. Und zum anderen haben wir auch ein digitales Hörscreening entwickelt, welches Hinweise geben kann, ob eine Schädigung des Gehörs vorliegt. Denn Studien haben schon gezeigt, dass durch einen unversorgten Hörverlust das Demenzrisiko gesteigert werden kann. Und ja, falls Sie daran nochmal Interesse haben, dann schauen Sie gerne auf unserer Webseite vorbei. Auch diesen Mitschnitt haben wir da nochmal bereitgestellt.
Und ja, da können Sie gerne noch mal reingucken. Genau. Und jetzt aber zum heutigen Thema. Wir wollen uns jetzt mit der Signaletik beschäftigen, nämlich mit der räumlichen Orientierung für Menschen mit Demenz. Ja, wie vorhin schon angeklungen ist, wird uns Frau Dr. Dietz heute auch Möglichkeiten vorstellen, wie räumliche Orientierung in komplexen Gebäuden oder aber auch im häuslichen Umfeld erleichtert werden kann. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir alle kennen ja diesen Moment. Man befindet sich am Bahnhof, in einer Behörde oder am Flughafen und plötzlich muss man auf die Toilette, ne? Aber man weiß nicht, wo sie ist. Man findet sie auch nicht. Das Auffinden fällt oftmals so schon schwer, was unter anderem eben an der fehlenden, zu komplizierten oder nicht eindeutigen Beschilderung liegen kann, habe ich gedacht. Aber Frau Dr. Dietz hat mir im Vorfeld auch schon gelehrt, dass Signaletik sich eben nicht nur um Beschilderung dreht und auch Beleuchtung, Blickverbindungen und Farben eine Rolle spielen, damit man sich gut orientieren kann. Und diese Aspekte unterstützen eben uns alle bei der Orientierung und gerade auch Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, denen ja räumliche Orientierung dann im Verlauf auch schwerer fällt, da kann eben ja einfach der Sinn für den Raum auch leiden und das Zurechtfinden erschwert sein. Und Frau Dr. Dietz wird uns heute erzählen, was hierbei unterstützen könnte. Und mit diesen einleitenden Worten übergebe ich jetzt nun auch gleich das Wort an unsere heutige Gastreferentin. Wir haben es vorhin ja schon mal geprobt, wie manche vielleicht auch gesehen haben von Ihnen. Ich würde jetzt gleich die Steuerung an Frau Dr. Dietz übergeben. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wundern Sie sich nicht. Eventuell werden Sie kurz mal in den Warteraum versetzt. Bleiben Sie einfach bei uns. So, Frau Dr. Dietz, jetzt ernenne ich Sie sozusagen zur Moderatorin und es öffnet sich gleich ein Fensterchen bei Ihnen. Ja, ich sehe das Fensterchen schon. Ich hoffe, es funktioniert. Wunderbar. Sehen Sie ein Zeichen links? Ja. Dann könnte ich starten. Danke für die ausführliche Einführung, Frau Holm. Ich fange einfach gleich mal an. Ich hatte einen Konzertbesuch in lebendiger Erinnerung, wie wir miteinander gesprochen hatten und das Seminar vereinbart haben. Und dann war klar, dass das wirklich andauernd vorkommt, dass man da Probleme hat. Und zwar war ich im Konzert, musste in der Pause auf Toilette, habe mich natürlich, wie man das so macht, in die lange Schlange hinten bei den Damen gestellt. Bei den Herren war keine Schlange und habe gewartet. Leider hat sich nichts getan. Das heißt, die Schlange ist nicht kürzer geworden. Alle waren unruhig. Manche sind dann schon wieder auf die Plätze zurück. Und schließlich hat sich die allererste Dame in der Reihe umgedreht. Und man hat gemerkt, es ist ihr unglaublich peinlich und unangenehm. Sie hat uns angeschaut und gesagt, ich warte hier jetzt schon so lange, dass endlich jemand aus der Türe kommt. Aber es kam niemand. Und ich weiß nicht, ob das die Damentoilette ist oder nicht. Wir mussten zum Teil grinsen, zum Teil war Gemurre am Start. Und wir haben uns gemeinsam auf den Weg gemacht und haben eine zweite Türe gesucht. Und siehe da, die zweite Türe hatte diese Beschilderung. Wir haben uns kurz angeguckt und dann fiel der Groschen. Ich hoffe, bei Ihnen auch. Es wäre also links die Damentoilette frei gewesen, die ganze Pause über. Es war niemand drin, weil keiner wusste, dass das die Damentoilette ist. Rechts mit dem Schleifchen unten die Herrentoilette und ja, links eben das Schleifchen oben am Pferdeschwanz oder was auch immer für die Mädels. So dumm kann es gehen und wie gesagt, es waren alles durchschnittlich begabte Menschen am Start und keiner hat es verstanden. Und so merkt man dann, dass es ganz schnell dazu kommt, dass wie in dem Fall die erste Dame in der Schlange das Gefühl hat, ich möchte jetzt vor Scham im Boden versinken. Beim Ausdrücken von oft ja eher negativen Empfindungen verwenden wir immer wieder Bilder, die mit dem Raum zu tun haben. Also im Boden versinken oder ich stehe mit dem Rücken zur Wand
Oder hier drinnen ist aber dicke Luft. Oder ich will hier raus, mir wird alles zu eng. Raum kommt von Räumen. Räumen von Roden, also eine Lichtung in den Wald schlagen, Platz machen, vielleicht um eine Bewohnung, um ein Zuhause zu bauen. Und viele Wörter, die damit zu tun haben, einräumen, etwas aufräumen, umräumen. Das klingt eigentlich so, als hätte man das in der Hand und könnte einfach Ordnung machen, sortieren. Sie wissen alle, dass das bei Menschen mit einer Demenzerkrankung leider immer schwieriger wird, das Aufräumen, im Raum sich zurechtfinden, Ordnung halten, im Raum, in der Umgebung. Und das Zurechtfinden eben wirklich nochmal schwerer wird, als es oft schon auch für uns sein kann. Ich hatte die ersten beiden Seminare im letzten Jahr zur alterssensiblen Architektur, Planen für alle Sinne, und zur demenzsensiblen Architektur, unterstützende Gestaltung gehalten und einiges an Grundlagen für auch Orientierung, Wegefindung, Signaletik dort schon mal erläutert. Aber heute geht es tatsächlich nochmal ganz konkret um das Finden von einem Weg im Allgemeinen. Damit möchte ich jetzt auch starten. Und zwar ist ein Thema tatsächlich eben dieses Toilette finden, was mich schon länger begleitet. Und so habe ich in einem meiner Studiensemester die Studenten gebeten, in der Semesterarbeit sich auf die Suche zu machen, im Hauptbahnhof, im Kaufhaus, im Museum, im Krankenhaus und so weiter, ob sie denn das stille Örtchen einfach so von ganz alleine, ohne großen Aufwand, ohne große Verzögerungen, selbstständig finden können. Aber die Studierenden waren oft nicht in der Lage. Sie mussten oft nachfragen. Sie haben sich zum Teil verlaufen. Sie waren verärgert und auch frustriert. Das, was wir auch kennen, das oft gerade auch bei Menschen mit einer Demenzerkrankung natürlich auftritt, wenn sie überfordert sind, was nicht verstehen, die Welt nicht versteht, was sie will und sie nicht verstehen, was die Welt von ihnen will, dass sie einfach frustriert sind, ärgerlich werden oder auch noch ängstlicher und unselbstständiger. Aber warum ist es denn so schwer, sich zurechtzufinden, etwas zu finden? Manchmal ist es gar nicht gewünscht, dass man sich rasch zurechtfindet. Kennen Sie das? Man geht in den Supermarkt, den man schon ewig kennt. Man will nur noch schnell eine Milch, eine Butter und Puddingpulver kaufen. Das Kühlregal ist da, wo es immer stand. Aber dieses Puddingpulver ist leider irgendwo anders hingeräumt. Das ganze Regal ist irgendwie umgeräumt. Man sucht und sucht, kommt zu allem Möglichen in diesem Supermarkt, aber nicht zu dem, was man sucht. Man merkt, wie die Zeit vergeht. Schließlich muss man natürlich fragen, man kriegt es gezeigt. Man hat aber ganz schön viel, womöglich schon andere Sachen in seinen Einkaufskorb gelegt. Ich war einmal in Singapur in dem Marina Bay zu Gast. Dort ist unten im Einkauf, auf der Einkaufsmall, ein ganz wunderbarer Einkaufsbereich mit einem Bach. Man kann da in Gondeln sich von einem Laden zum anderen fahren lassen. Aber man sieht nirgendwo einen Ausgang. Das heißt, man soll tatsächlich in diesem Kaufhaus gehalten werden. Es wird nicht gewünscht, dass man das Kaufhaus verlässt, denn natürlich sollte man am besten auch noch Abendessen dort. Manchmal aber fehlt uns einfach der Erfahrungshintergrund, wenn wir was nicht finden. Es gibt kulturelle Unterschiede, wir sprechen die Sprache nicht. Ich war in China zum Beispiel mit ein paar Zettelchen, zum Beispiel zum Toilette finden unterwegs und musste dann feststellen, dass mein einziges Zeichen zur Toilette leider zu dem in Wuhan, wo ich dann war, nicht gepasst hat. Außerdem gibt es Hinweise, die in der älteren Generation bekannt sind, in der jüngeren nicht und umgekehrt, wenn sie nur an verschiedene Werbungen denken. Gibt es Zeichen daraus wie Bärenmarke, die wir ja letztes Mal schon besprochen haben, oder das HB-Männchen oder was auch immer, was oft von der jüngeren Generation schon gar nicht mehr verstanden wird? Oder die Assoziationen, die es beim älteren Menschen hervorruft, womöglich nicht mehr hervorruft. Außerdem ist natürlich jeder Raumnutzer anders. Jeder Raumnutzer hat unterschiedliche Fähigkeiten. Vielleicht ist er kognitiv eingeschränkt, vielleicht ist einfach das Hören, das Sehen eingeschränkt, vielleicht ist er körperlich nicht ganz in der Lage, sitzt im Rollstuhl oder ähnliches
oder lebt eben mit einer Demenzerkrankung. Und das kann die Sache natürlich noch mal komplizierter machen. Denn Sie wissen ja, die funktionalen Veränderungen im Alter sind im Bereich des Körpers, im Bereich der Sinne und im Bereich des Geistes vollkommen normal. Das heißt eben Beweglichkeit, Mobilität, Kraft, Fingerfertigkeit, Sehen, Hören, Fühlen, Tasten, Riechen, Schmecken, Gedächtnis, Informationsverarbeitung, Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit, Reaktionsvermögen und auch die Geschwindigkeit, die Koordination, das lässt einfach alles nach und zwar ganz normal. Das ist sozusagen der Preis fürs Altwerden, den wir bezahlen müssen. Ältere haben deshalb oft andere Anforderungen an die Umwelt, den Überblick behalten, nichts Neues mehr erlernen müssen, eingespielte Routinen beibehalten können, Entscheidungen eher minimieren, eine Ablesbarkeit von der Umgebung eben feststellen, lieber Ordnung statt Chaos halten und die Selbstständigkeit natürlich erhalten können. Wenn zu dem ganzen Thema jetzt dann eben noch die kognitiven Einschränkungen und Demenz dazukommen, dann ist es einfach noch einmal ein Stück, Entschuldigung, komplizierter. Und wenn Sie Räume wie diese sehen, das hier ist ein Krankenhaus, dann sehen Sie ganz schnell, also Signaletik, die unterstützen soll beim Führen, beim Finden, womöglich beim Fliehen, ist hier ja schwer zu identifizieren. Was von diesen ganzen Hinweisen, von diesen ganzen Mitteilungen, von diesen ganzen schreienden, lauten Themen, die da auf mich einströmen, ist denn jetzt wichtig? Wie sortiere ich das, was mich betrifft? Wie finde ich in so einem Haus den Weg? Oft steht ganz vieles ganz gleichförmig übereinander oder nebeneinander. Und ich finde zum Beispiel, wenn ich tatsächlich fliehen wollte oder müsste, das Zeichen zur Fluchttüre in so einem Raum, wo so viel los ist, überhaupt nicht. Vielleicht hat es jemand von Ihnen schon erkannt, wo dieses Zeichen sitzt. Vielleicht sehen Sie meinen Cursor. Cursor ganz da links ist das Fluchtwegezeichen. Nehme ich mal an, man sieht es echt schlecht. Aber auch in auf den ersten Blick ruhiger wirkenden Umgebungen hier im Aufenthaltsbereich in einem Pflegeheim, denke ich, merken Sie beim näheren Hinschauen ganz schnell, dass da durchaus leider etwas mehr Chaos als Ordnung herrscht und orientieren vielleicht auch schwierig wird, weil viele, viele Dinge, die man da sieht, einfach ablenken und leider auch einiges einfach dort platziert ist, was so gar nicht zu nutzen ist. Dieser komische Besen, die, ich weiß nicht, vielleicht von der Ergotherapie da hinten noch hängt, der Fernseher, der läuft, ohne dass jemand wirklich zuhört, ein Tisch, der auf der Seite steht, ohne dass Stühle dabei stehen, dieses Schild, hallo, hier ist geputzt worden, hier ist womöglich noch feucht, gebt Achtung, passt auf. Also viele einzelne Hinweise, wo ich sagen muss, boah, und was ist jetzt wichtig, was muss ich sofort wissen, was soll ich denn jetzt verstehen? Das heißt also, ich muss immer wieder versuchen, was zu reduzieren, Ordnung zu schaffen, und vieles eben auf dem gewohnten Platz zu lassen. Wenn ich jetzt aber nochmal einen Schritt weiter denke und sage, ich will mich auch im Außenraum orientieren können, dann ist es natürlich nochmal schwieriger, denn Sie haben ja ganz selten diesen Fall, dass Sie sich den Weg beschreiben lassen können in, schau mal, da vorne ist diese rote große Erdbeere, lauf den Weg da entlang und da vorne, da wohnt die Tante, die du suchst. Solche Situationen gibt es ja wohl eher selten. Und so müssen wir immer wieder versuchen, unsere eigenen Landkarten im Kopf zu zeichnen. Und es geht über alle Sinne. Und wenn Sie sich einen Weg anschauen, den ich vielleicht von zu Hause, das Häuschen mit dem Baum und dem Auge drunter, zurücklege, um über den Fluss an der Kirche vorbei, am Wäldchen vorbei zum Bäcker zu kommen, dann haben Sie da eine ganze Menge zu leisten und Sie müssen tatsächlich alle Sinne einsetzen. Sie hören zum Beispiel das Wasser, vielleicht auch den Kirchturm läuten, die Glocken läuten. Sie spüren vielleicht mal am Vorbeigehen an dem Ast entlang und wissen, wenn Sie spüren, riechen, sehen, ah, das ist der vertraute Weg, da kenne ich mich aus. Oft sind es ja dann gut merkbare Dinge,
die man sich im Kopf behält, besondere Geräusche, interessante Gerüche, in Blickverbindungen, aber vielleicht eben auch Zeichen und Beschriftung. Alles zusammen aber ist Signaletik, alles zusammen hilft uns, Wege zu finden. Für einen Menschen mit Demenz ist das Planen aber oft sehr schwierig, denn sie müssen ja erst einmal verstehen, wo bin ich denn? Wo genau stehe ich und wo genau muss ich hin? Wie will ich dorthin kommen? Will ich zu Fuß gehen? Will ich einen Bus nehmen? Rufe ich ein Taxi an? Sie brauchen immer wieder die Bestätigung auf dem Weg. Ah, hier war ich schon mal. Oh, da kenne ich mich auch. Ah, an die Kreuzung erinnere ich mich. Oder aber, ah, das Schild kann ich lesen. Oder dieses Piktogramm, das auf dem Schild ist, habe ich vorher schon mal gesehen. Und dann am Schluss natürlich sollten Sie im besten Fall auch noch den Zielpunkt erkennen und den Eingang finden. Das heißt, Sie müssen vom privaten Raum über den Stadtraum, den Außenraum vom Gebäude, in den Innenraum von dem Gebäude, wo Sie hinwollen, finden können. Und das durchgängig, also eine durchgängige Beschilderung, ein durchgängiges Wording, also eine Bezeichnung von dem Ort, zu dem Sie wollen, am besten ein gleichmäßiges, identifizierbares System an Schildern und Piktogrammen, Schrift, Zeichen, damit Sie immer wieder ganz rasch sehen, okay, ich bin auf dem richtigen Weg, ich habe verstanden, hier geht's lang. Das heißt also, Sie schauen womöglich mit Ihren Verwandten im Internet nach, Sie suchen sich einen Führer aus, Sie nehmen einen Flyer, Sie überlegen, wie weit ist es denn, welches Verkehrsmittel nehme ich, Sie brauchen diese verständlichen Symbole und Bilder und natürlich da dann kontrastreiche Gestaltung, bekannte Bilder am besten und eine gut lesbare Schrift. Wenn Sie sich jetzt festgelegt haben, okay, ich will zu diesem Sonnenhaus hier und machen sich auf den Weg, dann wäre es natürlich wirklich prima, wenn Sie dieses eigentlich ja einprägsame Zeichen auf gelbem Grund, also eine Sonne und drunter steht mit gut leserlicher Schrift, Sonnenhaus, immer wieder finden würden. Vielleicht, und das wäre natürlich sehr cool, wenn auch die Bushaltestelle so heißen würde, wenn die Straße so heißen würde oder ähnliches, dass Sie immer wieder die Bestätigung und die Rückversicherung bekommen, alles ist gut, du machst deine Sache richtig. Wenn Sie im Außenraum ankommen, dann geht es natürlich darum, wie ist das Parken, ist es behindertengerecht, wie ist die Zuwegung, finde ich den Eingang, ist er gut erkennbar, ist es hell, ist es gut ausgeleuchtet, wie ist der Vorbereich, finde ich da schon die ersten wichtigsten Informationen, kann ich mich entscheiden, wo ich hin muss, wenn Sie jetzt auf dieser Skizze rechts schauen, da steht Haupteingang und Sie merken, okay, hier ist der Standort, ich laufe durch den Haupteingang und dann muss ich eben sehen, dass ich dort wieder das nächste Schild finde, das mich hoffentlich zu diesem Sonnenhaus bringt. Und ja, wenn es gut funktioniert, kommen Sie im richtigen Haus an und dann geht es natürlich weiter mit der großen Fragerunde, wie orientiere ich mich innen? Wir haben mittlerweile in Heimen das immer wieder ausprobiert und es funktioniert recht gut, dass wir zum einen Geschosse mit verschiedenen Ideen belegen, also mit vertrauten Themen, mit Gegenständen, mit Sichtbarkeit von Bildern und so weiter auf Augenhöhe, aber vom Prinzip her vor allem eine Verknüpfung von dem, was Sie hier zum Beispiel im Aufzug sehen, nämlich oben ein Musikinstrument, und einem Angebot, selber was zu erleben und zu tun auf diesem Geschoss. Das heißt, Sie drücken zum Beispiel die Nummer 3, fahren auf das dritte Geschoss und sollten dann tatsächlich eben was mit Musik erleben können. Die Aufzugstür muss aufgehen und Sie müssen sehen, ah, okay, hier geht's vielleicht um Oper, hier geht's um eine Biergartenmusik. Sie haben die entsprechenden Stühle vielleicht gegenüber vom Aufzug stehen, sehen vielleicht schon das erste Bild, das mit Musik zu tun hat und können auf so eine Insel, also so einen kleinen Aufenthaltsbereich vielleicht auch kommen, wo Sie Musik anhören oder vielleicht Musikinstrumente finden könnten. Das heißt, Sie sehen nicht nur dieses Zeichen, sondern erspüren das dann auch im ganzen Körper. Und so können sich solche Stadtpläne im Kopf auch für fremde Häuser, jetzt zum Beispiel bei einem Umzug ins Pflegeheim, ganz schnell entwickeln.
könnte ein Geschoss, wenn Sie sich an das vorne erinnern, mit dem Globus zum Beispiel der Titel Weltenbummler sein. Sie erinnern sich an Reisen. Es gibt dort sowas wie einen Bus. Vielleicht haben Sie eine Rückbank aus einem alten Bus dastehen. Sie haben Reisebilder. Sie haben einen Globus vielleicht dort stehen und können sich auch kurz einfach nur mal 2, 3 Minuten mit dem Personal, das wahrscheinlich aus den verschiedensten Himmelsrichtungen nach Deutschland in Ihre Stadt gekommen ist oder in Ihren Ort gekommen ist, um vielleicht auch einfach da zu arbeiten, darüber unterhalten, wo Sie herkommen, wie weit die Reise war und was Sie schon alles gesehen haben im Leben. Das heißt, es gibt viele Anknüpfungspunkte und es wird immer wieder deutlich, ah, auf diesem Geschoss werde ich sowas vorfinden, komme ins Gespräch, kann selber was erleben, in Reisebänden blättern oder was auch immer. Eine weitere Idee zum Beispiel war der Stammtisch. Wir haben da mit Studenten mal ein kleines Projekt gemacht und da war eine Jungsgruppe und die haben beschlossen, ein Geschoss muss also unbedingt der Stammtisch sein. Und haben sich das so vorgestellt, dass sie entweder was haben, was, das Haus ist in München-Giesing, wie im 60er Stadion, also nicht Bayern-München, ausschaut, und haben die entsprechende Bestuhlung sich überlegt, ein Kickerspiel wollten sie aufstellen und so weiter. Und dann tatsächlich auch eine Stammtisch-Situation, wo man über Erlebnisse beim Sport oder mit dem Sport ganz allgemein eben dann auch wieder diskutieren kann. Sie merken schon, man kann da ganz, ganz viel Fantasie entwickeln und Ihnen fällt bestimmt für eigenes Haus, für eigene Umgebung auch was ein, wenn Sie zurechtfinden in einem größeren Gebäude über mehrere Ebenen erreichen wollen. Ein weiterer Punkt ist dann, wenn ich auf dem richtigen Geschoss bin, wie finde ich dann das Zimmer von dem, den ich besuchen möchte oder das, wo ich wieder reingehen soll, weil ich da jetzt wohne. Wichtig ist immer, dass die Zimmer, die tatsächlich für die Bewohner gedacht sind, aber auch im Krankenhaus für die Patienten, anders gekennzeichnet sind, besser zu sehen sind, zum Beispiel mit der Türklinke, dem Türrahmen, in einer kräftigeren Farbe als die Türen, die nicht für die Besucher oder die Bewohner oder die Erkrankten gedacht sind. Und denken Sie dran, Menschen, die älter sind, die wechseln ihren Blickwinkel. Das heißt, wenn Sie mit dem Rollator oder mit einem Stock unterwegs sind, werden Sie eher nach vorne unten schauen und nicht auf so eine Augenhöhe geradeaus nach vorne oder wie kleine Kinder auch vielleicht mal eher so als Guck in die Luft durch die Welt hopsen. Wir haben deshalb jetzt aktuell in einem Krankenhaus die Beschilderung so gemacht, die Rückmeldungen sind positiv, eine Kombination, und das hat sich insgesamt bewährt, wird auch in der Literatur so beschrieben, aus einem bekannten Foto hier aus Bamberg, also der Stadt, in der wir arbeiten und leben, kombiniert mit einer Ziffer, die soll aber nicht mehr als 2 Ziffern, also eine Zahl, die soll nicht mehr als 2 Ziffern beinhalten und vielleicht noch einen kurzen Text, dass man auch lesen kann, was ist denn das, was auf dem Bild zu sehen ist. Hier die heilige Kunigunde auf dem hinteren der Nummer 15 der Bamberger Reiter. Also, dass man einfach ganz prägnante Themen hat und vielleicht nochmal eine Farbstellung hier, jetzt ist es gelb, nochmal aufgenommen, mit der man kennzeichnet, du bist im richtigen Geschoss, du brauchst jetzt nur noch dein Zimmer zu finden. Und in dem Zimmer kann dann gut auch nochmal das Bild von außen auftauchen und wir nehmen sogar die Ziffer, in dem Fall jetzt die 1, auf die Innentüre des Türblatts nochmal drauf, damit man, wenn man die Tür nach draußen verlässt, also aus seinem Zimmer nach draußen in den Flur geht, als letztes sozusagen, bevor man die Klinke drückt, nochmal die 1 in dem Fall liest und sich auch besser merken kann, wohin man denn wieder zurückgehen sollte. Im Zimmer, jetzt ein reines Krankenhauszimmer, ist es wichtig, dass Territorien gebildet werden. Das heißt, ganz klar ablesbare Bereiche, wo Ihr Flecken ist, auf dem Sie sich jetzt wohlfühlen sollen, auf dem Sie Ihre Sachen ausbreiten können und wo kein anderer was verloren hat. Das heißt, da ist Ihr Nachtkästchen, da ist Ihr Schrank, da ist im Bad ein Regalbrett und so weiter. Das heißt, ganz klare Zuweisung von einzelnen Bereichen zu einem Menschen, damit er sich einfach besser auskennt und sich wohler fühlt. Im Pflegeheim hat sich bewährt, dass wir auch zum Beispiel
Rollatoren kennzeichnen. Denn wenn da beim Mittagessen zum Beispiel doch mehrere beieinander stehen, weil die Menschen auf den Stuhl wechseln, ist das Finden manchmal gar nicht so einfach. Und wenn man ein Zeichen findet, wir haben uns in dem Haus entschieden für Namen und Foto des Bewohners, was man auch dann zum Beispiel in dem Zweibettzimmer auf dem Schrank, beim Haken im Bad und so weiter immer wieder verwenden kann, dass das tatsächlich eben hilfreich ist. Und die Bewohner dort haben ganz stolz auch ihre Bilder gezeigt und manchmal sogar noch berichtet, in welcher Situation das aufgenommen worden ist. Ich habe vorher schon kurz angemerkt, die Sicht auf die Welt verändert sich im Alter, also von dem Hans Guck in die Luft zu dem nach unten gewandten Blick, dann im Krankenhaus und leider oft ja dann auch schon im Bewohnerzimmer, im Heim, öfter aus der Kopfkissenperspektive. Das heißt, sie schauen von unten an die Decke oder nur an das obere Stückchen Wand und an die Decke. Aber was sehen sie denn da? Und das ist oft leider katastrophal. Absolut nicht attraktiv, weder angenehm noch irgendwie beruhigend. Hier schaut man einfach direkt in Leuchten rein. Es ist relativ grell, direkt unter den Leuchten. Die restliche Decke schaut eher ein bisschen schmuddelig aus. Das heißt, überlegen Sie bitte auch, was sehen Sie denn an der Decke? Wie sind die Übergänge von der Wand zur Decke? Erkennen Sie, wo der Raum aufhört, wo die Decke anfängt, wo die Wand aufhört, also die Größe vom Raum? Also immer versuchen, dass Sie sozusagen die Raumumgebung in allen drei Dimensionen, den Boden, die Wand, die Decke auch astrein erkennen können. Boden immer ein bisschen dunkler, Wand ein bisschen heller und eigentlich sollte die Decke, die es jetzt hier leider ja nicht so zeigt, die allerhellste Fläche im Raum sein, um auch gut Licht reflektieren zu können. Denn es soll ja hell sein. Sie wollen ja sehen. Sie wollen Blickbeziehungen aufrechterhalten können, wie hier. Den Blick hier vorne ist der Aufenthaltsbereich. Da steht ein gemütlicher Stuhl. Da ist eine Laterne, eine Leuchte, die ich gut erkennen kann. Von außen kommt Licht. Ich kann den Weg einfach verstehen und muss einfach nur noch entlang spazieren. Ganz wichtig, Sie haben es ja schon mehrfach jetzt gehört, zur Toilette. Auch am besten eine Blickverbindung zu Hause, wenn Sie jetzt eben ans Zuhause und nicht mehr ans Krankenhaus, sondern an kleinräumigere Umgebungen denken. Auch zu Hause kann es schwierig sein, eine Toilette zu finden, weil die Tür einfach weiß in weiß mit der Wand ist und man sich einfach nicht mehr so gut orientieren kann. Also kontrastreiches Zeichen wieder, Schrift, die gut lesbar ist, Farben, die sich gut voneinander abheben. So kann dann eine Toilette gefunden werden. So kann zum Beispiel auch der Lichtschalter gefunden werden. Oft verschwindet jemand in die Toilette, es gibt kein Fenster und man steht tatsächlich im Dunkeln. Da hilft ganz viel, wenn Sie ganz einfach zu Hause auch gerne einfach selber mit irgendeinem Buntstift die Kontur des Lichtschalters nachfahren, um eben diesen weißen Schalter auf der weißen Wand überhaupt erstmal erkennbar zu machen. Und so gibt es ganz viele kleine Signaletik-Kniffe, die Ihnen einfach immer wieder erleichtern, ah, schau hier hin, den Blick lenken, vertraute Gegenstände ins richtige Licht rücken, wieder erkennbar halten. Bei vertrauter Möblierung immer wieder auch darauf achten, dass sie noch erkannt wird, sonst einfach auch reduzieren oder verändern, beibehalten von der gewohnten Ordnung, reduzieren von Reizen und gerne eben nachbessern, wenn es nötig ist. Einfach immer wieder aufmerksam bleiben. Muss ich vielleicht die Schubladen irgendwann beschriften, dass eben meine Unterwäsche oder meine Socken einfach zu finden sind? Oder hier in dem Fall, das ist ein Beispiel aus einer Ausstellung in Australien, im Men's Apartment, wo immer wieder von den Angehörigen berichtet worden ist, dass, ja, dass ihr zu Pflegender oft einfach mal, auch wenn sie nur eine Stunde mal rasch einkaufen, sie in den Kühlschrank leerfuttert oder eben Dinge hin und her räumt, die ihnen einfach nichts angehen. Deshalb ist hinter dieser schwarzen Schiefertafel, die man gut beschriften kann, ein Kühlschrank versteckt, der nicht gefunden wird. Und der Kühlschrank, der durchaus eben dann von dem Menschen, der an der Demenzerkrankung leidet, gefunden werden soll, steht als kleines Teilchen nebendran.
Da findet er einen Saft, da findet er vielleicht einen Joghurt, also irgendwas, was man untertags einfach gut auch mal schnell selbstständig dann auch rausgreifen kann. Und ganz wichtig sind Orte, also Orte, wo ich mich gern aufhalten will, Orte, wo ich nicht lang nachdenken muss. Wenn Sie den Ort aus dem Fenster erkennen, denken Sie wahrscheinlich, oh, da möchte ich hingehen, um den Baum rum sitzen, ist angenehm. Hier kann ich mich wohlfühlen und orientieren. Und stellen Sie sich vor, auch ich übe schon, mich später gut orientieren zu können. Meine Tochter, also eine meiner Töchter, hat mir einen Igel gebastelt. Ich mag Igel nämlich sehr gern. Und der Igel hängt jetzt an meinem Arbeitszimmer. Immer wenn ich an die Türklinke greife, sehe ich diesen Igel. Und wir gehen mal alle jetzt ganz optimistisch davon aus, falls ich irgendwann umziehen muss in ein Pflegeheim und dieser Igel zieht mit mir um, dann werde ich mein Zimmer in Zukunft auch ganz entspannt auffinden können. Und finde dann auch das, was ich im Moment als Lieblingsplatz habe, wenn ich mein Kissen mitnehmen darf, einfach gemütlich. Das heißt, es macht durchaus Sinn, wenn Sie sich auch jetzt schon überlegen, vielleicht auch mit Angehörigen überlegen, was sind denn Themen, wiedererkennbare Gegenstände, Lieblingsstücke, die dich einfach begleiten sollen, noch über einen längeren Zeitraum. Ein Kissen, ein Kuscheltier, ein Bild, ein Foto, einfach um vorzubauen, wenn es soweit ist und wenn man nur für eine Woche ins Krankenhaus muss, hat man einfach das Thema parat, der Angehörige tut sich leichter und es ist für alle einfach sehr viel entspannter. Aus meiner Erfahrung, für die Angehörigen ist es auch unglaublich angenehm, wenn man weiß, was man seinem Liebsten oder seiner Liebsten Gutes tun kann. Das war jetzt der kleine Input zur Orientierung, zur Signaletik. Und Sie sehen zum Abschluss nochmal ein wirklich ganz wunderbares mal wieder Toilettenschild. Sie merken es. Jo, auch da habe ich nach dem zweiten gesucht. Und tada, die Auflösung, bla. Ich finde solche Schilder eben echt bemerkenswert. Ich bin immer mit einem Fotoapparat unterwegs. Wenn jemand von Ihnen sowas findet, gerne einfach mit dem Handy oder sonst wie knipsen, uns zuschicken. Die Adresse finden Sie im Netz. Gerne auch bei Fragen, die längeren Zeitraum zum Beantworten beanspruchen, einfach eine Mail schreiben. Wir machen das total gern. Jetzt bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören. Und ja, wenn Fragen da sind, freue ich mich aufs Beantworten dürfen. Danke schon mal.